So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einem weiteren Part von Honkai Impact 3rd. So, heute wieder das Sternenguka-Event. Oder Sternlicht-Astrologus-Event, wie auch immer, ist mir jetzt auch egal. Ganz kurz wegen dem Direct-See. Ich habe das gestern nicht gemacht, weil ganz ehrlich, ey, das dauert immer so lange. Weil das hat gestern auch wieder knapp 1,5 Stunden gedauert und ich weiß nicht, ey. Das ist irgendwie ein bisschen zu krass. Und das ist auch nicht unbedingt der beste Content, sag ich mal so, also, Naja, dafür ist am Freitag wieder Q-Singulares. Das kann man auf jeden Fall wieder zeigen, das dauert nicht so lange. Kann man auch ein bisschen Quatsch machen nebenbei. So. Auf jeden Fall, wir müssen das jetzt natürlich erstmal freischalten, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hier. Das kriegen wir hier. Wer nicht wir, wer dann? Okay, wer, wenn nicht wir? Tja. Dam, dam, dam. So. Wir müssen einfach diese Mobs wieder platt machen. Mob. Mob, Mob. Fischmob. Mob. Hat die gerade Conchita Wurst gesagt? What? Oh. Ich liebe es, wenn ich blocke und es passiert einfach wieder nichts. Ey, das ist... Also manchmal ist das echt komisch. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr blockt, ihr steht mit diesem fetten Schild da und die schlagen einfach durch das Schild durch. Ey, was? Hä? 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 Warum? Ich hab keine Ahnung. Lecken Sie mich bitte am Arsch. Warum ist jetzt... Nein, das ist nicht okay. Nein, das ist nicht okay. Aber ich muss irgendwas machen. Pff. Alter, leck mich doch fett am Sack, Alter. Was ist denn das? Was sind denn für beschissene Charaktere? Der nimmt Charaktere, die ich gar nicht nehmen will. Was soll das? Dumm? Are you stupid? Ah. Würden Sie bitte den Charakter dahin schieben und nicht loslassen? Danke. Mann. Was ist da wieder los, ey? So. Mecker nicht, Theresa. Meckern darfst du nicht. Nur ich darf das. Nur ich darf das. Was geht's hier? Okay. Alter, leck mich doch, du Hund. Was ist dein Problem, Alter? Dom, 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 dom. Na, das bringt ja sehr viel. Pium. Einfach weggesprengt, egal. Leck mich. Yeah. Das war nice. Herr Dui. Die Phase heißt Dui. Warum nicht gleich Dulli? Dulli. So, nochmal. Nochmal. Nicht die Mama. Nochmal. Oh, Schweini. Schwein, 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 Schwein. Schwein, Schwein. Schwein, 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 Schwein. Weißt du was? Ich hab ne Idee. Wir machen Schweinebraten. Schweinebraten. Brat. Da brauche ich eh nur den einen Charakter, ist ja egal. Wir machen jetzt Schweinebrat. Schweinebrat, aller Brat. Brat.
Oha. Piu. Jo, genau. Ist klar. Red. Red. Alter! Boah, ich hasse das, wenn man zurückgeschlagen wird, ey. Und dann muss der erst diese Rolle komplett fertig machen. Erst dann kann man wieder bewegen, ey. Erst dann kann man sich wieder bewegen. Man kann auch nicht ausweichen, man kann auch nicht angreifen, man kann gar nichts machen. Man kann gar nichts machen, ey. Also sprich, wenn die dich einmal in der Kombo haben, bist du tot. Kannst du machen, was du willst. Das ist ein bisschen lächerlich gemacht manchmal. Ich verstehe nicht. Ja. So. Ich bin gespannt, wie lang... Wie viele Kapitel kommen eigentlich noch? Können wir uns wiedersehen? Ey, jetzt mal ehrlich, da kommt doch bestimmt noch eins, oder? Nee, Maximum. Ah, das war's also. Das ist also das Letzte. Ja, dann... Finale. Finale. Oh, 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 oh. Bist du jetzt glücklich? Nein. Glücklich? Du machst auch Scherze. Ja, das war in etwa mein Wortlaut. Okay. Warum ist das trotzdem so geendet? Wie kommt es, dass ich bei dem entschärften Sprengstoff wieder versagt habe? Na, weil die Alte abgemurkst wurde. Kapitän, Kapitän. Kongwing. King Kong. Ja. Ich starte sie ausdruckslos an und irgendwie brannten meine Augen. Ich bin wieder da. Die gleiche Straße, die gleiche Aussicht. Das Gelächter und die hausierenden Worte taten in den Ohren weh. Der glückselige, festliche Anblick ließ meine Augen schmerzen. Oh, es tut so weh. Ah. Der Mörder ist irgendwo da draußen und lauert in der Menge. Mörder. Mörder. Kapitän, du tust mir weh. Ja und? Besser ich als dieser Mörder. Ich habe gemerkt, dass ich Kongzahn so festgehalten habe, dass ihre zarte Hand rot wurde. Oh, ihr zartes, armes Händchen. Oh. Tut mir leid, ich meinte das nicht so. Ich weiß. Was ist passiert? Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Dann kämpfte ich mich schließlich durch die Menge und erreichte Kongming. Sie lag in ihrer blutlachenden Keuche vor Schmerzen. Ah, schon wieder verkackt. Nice. Du Opfer. Der tödliche Dolch lag direkt neben ihr. Die schwarze Klinge war vollständig in Blut gedrängt. Ah ja, und das ist normal, dass die Klinge schwarz ist. Ja, ich sah, wie Blut aus ihrer tödlichen Wunde quoll und versuchte alles, um die Blutung zu haben. Ja, genau. Weil das helfen wird. Ich drückte... Was? Achso, ich drückte auf meine Stirn. Mein geschwollener, schmerzender Kopf schien... Okay. Kaminrot? Hä? Achso, der hatte... Okay, der Typ ist irgendwie... Alter, jetzt mal ganz ehrlich, warum müssen wir eigentlich so eine Flasche als Kapitän haben? Warum kann man nicht seine eigenen Texte machen oder so? Alter, sorry, aber dieser spielbare Kapitän, das ist so eine Flasche einfach. Das ist die... das ist die lächerlichste Flasche, die ich je gesehen habe. Warte, wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. In Puff. Spaß. Kinder sind da nicht erwünscht. Ich hatte keine Zeit, das zu erklären. Das Einzige, was fehlte, ist, dass ich die an einen sicheren Ort bringe. Aber wo ist es denn sicher? Tja, gute Frage. In der Gehaltsarmee. Kapitän, steht dem Imperium eine weitere Katastrophe bevor? Ja. Warum hat sich jetzt die Musik geändert? Kapitän! Sie hörte plötzlich auf. Kapitän, du musst erschöpft sein nach allem, was passiert ist. Ja. Solange ich denken kann, hast du den schwierigsten Zeiten immer an meiner Seite gestanden. Sei es Yodu oder die vermissten Soldaten, du hast alles auf dem Rücken getragen und mich im Dunkeln gelassen. Aber das musst du nicht. Ich werde immer für dich da sein
und möchte deine Last mit dir teilen. Ach so, aber am Anfang hat sie mich permanent nur beleidigt und fertig gemacht. Alles klar, okay, ja. Das merke ich mir. Das merke ich mir, Mädchen. Ich habe mir alles gemerkt. Ich habe mir alles aufgeschrieben und gemerkt. Ja, ja, ne? Also, egal, was die Zukunft bringt, du kannst es mir sagen. Und wir können gemeinsam durchstehen. Ach so, ja. Nein, du wirst es nicht glauben. Nein, du wirst es nicht glauben. Okay, das hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, du wirst es nicht glauben. Aber das und das ist passiert. Nach allem, was passiert ist, wäre ich wohl kaum leicht zu überraschen. Ich kann selbst mit den absurdesten Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ja, ja. Was ist, wenn ich sage, dass ich das, was passiert, dass ich das, was passieren wird, schon viele Male erlebt habe? Ich würde es glauben. Selbst, ja, naja, gut, okay. Sie sollte einfach aufhören, alles zu glauben, was wir sagen. Nun, ich habe nie das Unmögliche ausgeschlossen. Aber was noch wichtiger ist, ich habe mich dafür entschieden, dir zu glauben. Und nicht dem, was logisch ist. Ach so, also was ich sage, ist unlogisch, alles klar. Verstanden. Also, sei offen zu mir. Besteht auf dem Kapitän Gefahr. Ja, das natürlich auch, aber besteht auf dem Jahrmarkt Gefahr? Hat jemand Sprengstoff platziert? Woher weiß sie das jetzt? Alter, was ist das für eine komische Event-Story? Das macht keinen Sinn. Ja, aber das sind die Hälfte davon. Hier gibt es zu viele Ohren. Lass uns irgendwo reden. Ja, ja. Wir gehen in eine ruhige Gasse. Und jetzt geht's los, Alter. Zieh die Hüse runter. Spaß. Kongming, pass auf. Pass auf die vorbeilaufende Menge auf. Geiler Rechtschreibfehler an der Stelle. Gleich kommt ein Handwerker vorbei, der einen schwarzen Regenschirm hält und seine Laternen verkauft. Denn er ist ein Hurensohn. Ein Laternenverkäufer? Ja, er hat die Formel der Kerze geändert und das Wachs durch Steinöl ersetzt. Ist das nicht hochexplosiv? Aha, du hast es gemerkt. Genau, die spezielle Kerze hat oben Wachs und unten Steinöl. Es dauert eine Weile, bis die Laterne explodiert, Alter. Explosion. Plant er die ganze Stadt zu zerstören? Wow, du hast verstanden. Genau, wie du gesagt hast. Jemand versucht, den Jahrmarkt zu sabotieren. Und die Erkenntnis vom letzten Mal ist, alle Laternen zu erlöschen und die Stadt zu evakuieren. Ich habe es endlich gesagt. Ich war mir nicht sicher, ob es das Richtige ist. Aber wenigstens wäre ich diesmal nicht allein. Du hast also die Lösung gefunden. Und was ist die andere Hälfte der Geschichte? Du wirst abgestochen. Jemand wird ver... Was? Ja, egal. Jemand wird versuchen, dich umzubringen. So, es passt schon. Ich hätte die Worte mit Bedacht gewählt, um sie nicht zu schockieren. Aber, naja, zu meiner Überraschung, so ist sie erleichtert. Ach, darum geht's. Du glaubst mir nicht? Nein, ich glaube dir von ganzem Herzen. Aber Attentate gehören meiner Meinung nach zu den geringsten Gefahren. Ja, das hat man letztes Mal gesehen. Alles klar. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Hinter mir sind viele Mörder her. Ich habe mich daran gewöhnt. Kongming winkte und zwei Männer traten aus dem Schatten heraus. Oh. Waren sie festlich gekleidet und konnten leichter als gewöhnliche... Oh, getarnte Wachen. Ja. Das wird aber auch nicht viel helfen. Das wird aber auch nichts helfen. Diese Wachen, in Anführungsstrichen, die kannst du eh... Naja, gut. Ja, ja, wie auch immer. Versteckt vor allem... Ja, gut, okay. Das sind versteckte Wachen. Ihr habt den Kapitän gehört. Einer von euch alarmiert jetzt Rita. Die anderen bleiben hier und halt. Und der andere bleibt hier und hält Wache. Okay. Jetzt tät ich lachen. Die Wache ist ein Fake und killt Rita. Ich tät so lachen. Die beiden kehrten in den Schatten zurück, als wären sie nie im Licht gewesen. Die Schattenwachen... Beim letzten Mal wurde sie niedergestochen. Genau, was wird diesmal passieren? Bist du sicher, dass der Handwerker vorbeikommt? Ja. Ein Paradeboot mit einer meterhohen Laterne schwebte langsam vorbei. Der regte viel Aufsehen. Komisch, warum ist er nicht aufgetaucht? Es ist Zeit. Ich sage, wir warten nicht länger und suchen ihn. Vielleicht ist das etwas Unerwartetes passiert und es hat ihn aufgehalten. Etwas Unerwartetes? Hä? Naja, gut. Theoretisch ist alles, was als nächstes kommt, identisch mit dem, was ich zuvor erlebt habe. Warum sollte er seine Route ändern?
weil er schlau ist im Gegensatz zu dir. Dafür gibt es keinen Grund, irgendwas musste passieren, was die Zeitachse durcheinander gebracht hat. Ja, vielleicht die Wachen. Ich fing an, mein Gedächtnis zu kramen. Ich hatte die Angewohnheit, kleine Dinge zu bemerken, und das erwies sich diesmal als sehr hilfreich. Was ist dieses Mal anders? Unterschiede führen zu weiteren Hinweisen. Und sich zu sehr auf Vermutungen statt auf Fakten zu verlassen, geht nicht gut aus. Wir sollten jetzt handeln. Oh ja. Kongming, was denkst du? Ja, suchen wir den Verdächtigen gemeinsam. Gangsterjagd. Gangsterjagd, joho. Ja, sie ist wieder da. Inspektor Kongming. Tja, die ganze Stadt und die Bewohner in Gefahr zu bringen, während ich mich in meinem Loch verstecke, das ist nicht meine Art. Ich weiß, dass du dich gut um die Bürger sorgst, Kongming. Aber jetzt ist nicht die Zeit, die Heldin zu spielen. Du bist in großer Gefahr. Unsere Feinde lauern im Dunkeln. Und du könntest jede Minute sterben. Nur ein Leben zählt. Und das der Tausenden von Seelen in dieser Stadt nicht? Ich verstehe, dass jemand versucht, mich zu töten und dass du alles tust, um das zu verhindern. Aber den Handwerker gefangen zu nehmen und die Stadt zu schützen, sind die Last meiner Krone. Wie kann ich mein Herz erleichtern, wenn das Volk in ernster und unmittelbarer Gefahr ist? Ich hetze alles, was du getan hast, aber bitte respektiere meine Pflicht und Überzeugung. Außerdem habe ich dich immer noch an meiner Seite. Hihihi, Grins. Und du hast einmal versprochen, in der Hyodo-Schlacht an meiner Seite zu bleiben, egal wie schwer es ist. Ich bitte dich, dein Versprechen einzulösen, Kapitän. Nach langem Zögern nahm ich die Hand. Ich lasse dich nicht alleine, Dieses Mal werde ich alles geben und deine Sicherheit gewährleisten. Ich verlasse mich darauf, Kapitän. Lass uns gehen und den Laternenverkäufer drin. Ja gut. Es war ein komisches Bild, aber... Hallo. Hallo. Ich finde es so krass, dass diese Leute einfach Geister sind. Das sind einfach Geister. Warum hatten sie da keine echten Leute hingestellt? Ja, wo muss ich überhaupt lang? Ja. Laufe, laufe, laufe. Naja. Weißt du was über diese schlammigen Spuren? Diese Fußabdrücke? Und das sind die von einem Laternenverkäufer. Ah ja, das weiß der einfach so. Das weiß der einfach so. Alles klar, alles klar. Tornado. So, kaputt. Ich laufe. Boah, ist sie jetzt noch schneller geworden? Hilfe. Ich laufe, laufe, laufe. Ich finde es übrigens lustig, dass sie als Dorf einfach Sakura Samsara genommen haben. Ist ein bisschen, naja. Vor allem, das ist überhaupt nicht auffällig oder so, ne? Also, um das mal so zu sagen. Ist überhaupt nicht auffällig, nee. Oh, meine Nase heute wieder, ey, das ist zum Kotzen, ey. Meine Nase macht wieder geile Special Effects. Ich hasse es, ey. Keine Ahnung, was in letzter Zeit abgeht, ey. Ja, red doch mit dem. Aber er musste... Aber war irgendwie seltsam.
Ja, dass so einig, dass er noch nicht mal gerufen hat. Was? Schlammige Fußabdrücke. Ich frage mal herum. Ist das jetzt schon... Ja, mach doch. Ich suche auch nach diesem Laternenverkäufer. Er hat einen Topf mit Sirup umgeschossen. Oh, der Wichser. Das muss er mir bezahlen. Alle Hinweise gesammelt. Ah ja. Okay. Kongming und ich gingen die Treppe hoch. Laut den Händlern hatte der Handwerker etwas vor. Von dieser Seite kommen Geräusche. Von da drüben? Von der Ecke fanden wir den Handwerker. Ah ja. Er kniete zu uns nieder und am Boden liegt. Was? Welcher Mann? Oh, bitte lass es Otto sein, bitte. Lass ihn einfach sterben, es ist ein Arschloch. Kongming schauderte dem Handwerker. Was? Achso, schleunig. An ihren Kopf und trat zurück, um auszuweichen und stand auf. Okay. Der Sterbende war die Schattenwache, die geschickt wurde, um... Aha. Sieht so aus, als ob alle hier sind. Ja, du Arschloch, du. Jetzt gibt's aufs Maul. Und offenbar hat eine... Ja, das kennen wir ja schon. Wer bist du? Ich bin gesichtlos und namenslos. Ja, das kennen wir ja schon von letztes Mal. Du hast versucht, meine Wache zu ermorden und die Stadt in die Luft zu jagen. Wenn ich diesen Bodenjungen durchgelassen hätte, wäre ich jetzt derjenige, der auf dem kalten Boden liegt. Ich nicht so. Kongming, halt ihn auf. Ich hob einen Schock auf, um die Laterne umzulenken, während Kongming nach vorne schoss und ihm den Dolch aus der Hand schlug. Ja, klar. Obwohl er ohne Ausweg in die Enge getrieben wurde, blieb der Handwerker ungewöhnlich ruhig. Er ist auch ein Arschloch. Ich glaube, du ergibst dich in der Spaß die Mühe. Wir sind dir zahlenmäßig 3-1 überlegen. Du hast keine Chance. Da muss ich widersprechen. Von hinten kam etwas. Ohne nachzudenken, stellte ich mich in der Kongming Block den Angriff ab. Ich hörte, wie mein Fleisch von der Klinge aufgerissen wurde. Oh, Alter. Dieser lächerliche Dreckskapitän, das ist so eine Flasche, Alter. Der kann nichts. Der wurde schon 5-mal in Events umgebracht. Alter, wie schafft er das immer zu überleben? Das ist so lachhaft. Also die größte Flasche im ganzen Spiel ist wirklich der Kapitän selbst. Und damit meine ich nicht mich, sondern den Kapitän, wie der im Spiel dargestellt wird. Das ist einfach, ey. Mann. Blutkohle raus, ich fühlte fast kein Schmerz. Ja, komm. Halt die Fresse und sterb einfach. Ist gut, du hast wieder verkackt. Deine Strafe ist der Tod. Na und? Na, mehrere Maske ab und hört eine schwarze Maske. Schon wieder eine Maske. Trägt er 50 Masken im Gesicht, oder was? Oh, Leute. Der Handwerker mag einfach zu verfertigen sein, aber die Schattenmacher... Geht's dir gut, Kapitän? Oh nee, ich krepiere nur. Ist okay. Ich krepiere nur gerade. Alter. Was? Nimm mich, Herr Assassine. Okay. Das geht hier in eine ganz falsche Richtung gerade. Das geht hier in eine ganz krasse Richtung gerade. What the fuck, ey, nimm mich. Der hat ein Modell? Gott.
Irgendwie ist der Ultimate das Einzige, was bei ihr überhaupt Schaden macht. Sie macht zwar keinen Schaden, dafür hat sie einen. Lustig. Lustig. Haha. Tornado. Guck, der Tornado macht Schaden. Der macht sogar richtig Damage. Der ist krass, Alter. Der ist krass, Mann. Boah. Ich werde abgeknallt. So. Tornado. Tornatello. Juhu. The fuck? What the fuck? Was war das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Einfach mal so ein Suizidangriff. Lol. Dieses habe ich noch nie gesehen, ey. So, können wir bitte zum Finale kommen, ja? So. Alle seine Schurigen wurden abgelenkt und der Handwerker wurde von Kongs durch die Schlag getroffen und ging zu Boden. Ja. Die unerwartete Bewegung der Schattenwache überraschte Kongming und mich und waren zu was? Ja, wie auch immer. Dieser Schmerz des Stiches verstärkt sich. Auf einmal ist es nur ein Stich, ja. Gut. Dein Partner wird dir jetzt nicht mehr helfen können. Leben ist tot. Und im Tod leben wir. Och, Junge. Sterb doch einfach. Das ist unsere Bestimmung. Hey. Dass du dich mit der Leiche deines Partners abschimmst. Ich frage mich, wie er sich fühlen würde, wenn er ins Leben zurückkäme. Lol. Wie ein Geist, weißt du? Ich glaube, dein Partner würde bei seinem Tod auch gerade den Schutzschild für dich spielen. Die Schutzwache, Schattenwache blinzelte sich. Was? Blinzelte sich der Kongos Rücken und es folgte ein blitzschneller Schlagabtausch. Das ist eine Schwäche, du kannst mich nicht besiegen. Ja, sie nicht. Ich schon, mit Durandal. Aber nein! Das werden wir ja sehen. Dann wurde mir klar, dass die sterbende Schattenwache auf dem Boden verschwunden war. Das reicht. Schattenwache erstarrte, als Rita Sense weniger als einen Zentimeter vor ihr... Viele Wachen nähern sich. Die glänzenden Speerenspitzen um ihn herum bedeuten, dass jeder unüberlegte Bewegung sein Leben beenden würde. Du hast verloren, Verräter. Wer ist euer Meister? Haha. Ich tue niemandem einen Gefallen. Meine Mission ist es, Dinge richtig zu stellen. Deine Mission ist es, dass du ein Hurensohn bist. Da ist Gift in seinem Mund. Wir machen einen zu ihm, um den Mund zu öffnen, aber es war zu spät. Nein, das ist, was du siehst. Verreckt er jetzt bitte? Ja! Es tut mir leid, eure Majestät. Ich bin jetzt erst eingetroffen. Ich habe Vorbereitungen für die Gebete getroffen. Wenn da nicht die schwer verwundete Schattenmacher gewesen wäre, die mich alarmieren wollte. Du kommst gerade recht. Ramon ist also geflohen. Während wir gegen die maskierten Männer gekämpft haben und Rita... Boah, Alter, dieser Scheißtext, ey, ganz ehrlich. Das geht mal auf den... Das ist so doof geschrieben manchmal. Die Wachen trugen die beiden Leichen aus der Gasse und einige von ihnen blieben, um meine Wunden zu versorgen. Die Wunden werden versorgt. Gott sei Dank haben sie die tödlichen Stellen verpasst. Aber der Kapitän muss trotzdem einen Arzt aufsuchen. Geht es dir gut, Kapitän? Nein, ich bin nur gerade am Schwärmen. Ist okay. Sind nur ein paar Stiche. Tut nicht mal weh. Ach, in den Laternen ist das Sternpavillons ist Steinöl drin, Rita. Sei ungesorgt. Alle wurden gelöscht. Der Sprengstoff entschärft. Theresa Sama evakuiert die Stadt. Ich habe eine Kutsche für dich und ihre Majestät vorbereitet. Gut, Kapitän. Kannst du noch laufen? Nein. Hol mir bitte einen Rollstuhl. Ich kann nicht laufen. Keine Sorge, ich bin ein harter Kerl. Nein, ich bin kein harter Kerl. Hol mir bitte einen Rollstuhl. Ich bin behindert.
Also nichts gegen die Behinderten, aber er hat mir ja wahrscheinlich einen Arm abgehackt oder so, weißt du. Was? Darum kann man sich kümmern. Wir können bei der Schneiderei vorbeischauen und ein neues Kleid kaufen. Sie ist gleich da drüben. Gute Idee. Die Laternen auf der Straße gingen nacheinander aus. Die Alten waren herbei, um die panischen Bürger zu evakuieren. Zum Glück hatte die Schneiderei noch geöffnet. Rita kehrte mit einem neuen Kleid in der Hand zur Kutsche zurück. Gut gemacht, Mädchen. Würdest du mich für einen Moment entschuldigen, während sich die Majestät da drin umzieht? Oh, natürlich. Bitte erlaub mir, euch umzuziehen. Nicht nötig, ich mache es selbst und du wartest draußen. Dam, 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 dam. Und jetzt wird die da drin abgemurkst. Achtung. Gott sei Dank. Schicken die Majestät und der Kapitän die Schattenwache. Was? Gott sei Dank schickten ihre Majestät und der Kapitän die Schattenwache, um mich zu warnen, sonst würde jetzt die Stadt brennen. Oh, meine Güte. Ey. Die Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Aber die überalte Flucht hat seine Wunden verschlimmert. Er wird vielleicht nie wieder eine Schattenwache sein. Sanität möchte die Majestät ihn bitten, ihm Reichtum und Status zu gewähren. Er verdient das. Ja, auf jeden Fall, also. Der arme Mann, ey. Woher weißt du, dass in den Kerzen Steine los? Bumm. Begangen, wie verrückt nach vorne zu stürmen, ist klar. Kannst du denken, griff ich meine Hand nach einem Balken der Kutsche, wurde aber sofort wieder weggeschleudert. Coming ist noch in der Kutsche. Ihr zwei, haltet die Kutsche auf. Was? Und wieder verkackt. Was? Und löscht das Feuer und schickt ein Team, um Wasser zu besorgen. Wir müssen verhindern, dass das Feuer auf die Feuerwerksläden übergreift. Gehen wir zur Kutsche, Kapitän. Kutsche hinterließ eine Schneise des Chaos, als sie durch die Stadt raste. Nur flohen aus großer Panik. Hier sind zu viele Leute. Die desorientierten Menschenmengen hielten uns auf. Rita sprang auf die Dächer und begann die Geschwindigkeit zu erhöhen. Durch das Feuer sah eine schwarze... Was? Ach, schon wieder der Hurensohn. Ach komm. Ey, das... Ich, ganz ehrlich, ich kann dieses Event irgendwie überhaupt nicht leiden. Das ist so surreal einfach. Der Typ ist eben verreckt, jetzt ist er wieder da. Klar, Alter, weißt du? Ey, was ist das für ein Quatsch? Naja, gut. Das Gesetz der Konsequenz beugt sich niemand. Was, das Gesetz der Konsequenz? Boah, Alter, schreibt mal richtige Texte, Leute, ehrlich. Die sind so scheiße zu lesen, die Texte. Du versuchst vergeblich, das Unvermeidliche aufzuhalten. Aus dem Weg. Die schwingende Sense ging direkt durch den Mann hindurch. Er verschwand in einer Rauchwolke. Ah ja. Die Kutsche rast aus der Stadt. Verliere sie nicht. Die Kutsche hat vermutlich die Kontrolle verloren. Ein paar Holzspäne. Vielleicht ist die Kutsche hier in die Felsen gefahren. Die Kutsche sollte direkt vor uns sein. Wir brauchen lange, um die Kutsche zu finden. Der verwundete Kutscher lag am Boden. Die Pferde hatten sich losgerissen. Es scheint, als ob auf dem Hügel überschlagen und schwere Schäden davon getragen hat. Der Kutscher ist tot. Haha. Angst packt mich an der Kehle und ich konnte nicht atmen. Rita, hast du Kongwin gefunden? Sie ist nicht in der Kutsche, auch nicht in der Nähe. Vielleicht ist sie der Kollision entkommen. Suchen wir weiter. Ihre Majestät kann nicht weit sein. Alter, dieses Event, ey. Also das beste Event ist es jedenfalls nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das beste Event ist es jedenfalls nicht. Eine dunkelrote Flüssigkeit. Vor allem Sound only. Nice. So. Der Anhänger sieht genauso aus wie auf dem Kleid ihrer Majestät. Sieht so aus, als würden wir die richtige Richtung gehen.
So. Alle killen. So, da unten ist ja eh nicht mehr viel. Da sagst du, das ist die Haarnadel ihrer Majestät. Oh. Echt jetzt? Das war's. Naja, da hätte man schon ein bisschen mehr einbauen können. Man hat halt echt mehr zu lesen, als dass man spielt. Das ist zu leise. Die dunklen Wälder waren Totenstill und je tiefer ich hineinging, desto unheimlicher fühlte es sich an. Die Musik, Alter. Diese Musik, ey. Kong Ming! Kong Ming! Keine Antwort. Außer bei uns beiden ist niemand am Heim. Hier ist ein Fächer. Er gehört euer Majestät. Sie hat ihn vor einigen Jahren auf die Jahrmarkt gekauft und behält ihn stets bei sich. Ihr Majestät sollte ganz in der Nähe sein. Nadel wurde plötzlich vom Feuerwerk erhellt. Für eine Sekunde war es im Bambushain Tag hell. In dieser kurzen Sekunde sah ich... Oh, so schöne Farben. Am Himmel explodierten noch mehr Feuerwerke und die Glut fiel wie Sternschuppen hinab. Alles wurde klar. Kong Ming! Sie lehnte an einem Felsen und blickte mit dem Fächer... Was? Blickte mit dem Fächer zu ihren Füßen in den Himmel. Alter, ey. Das Licht in ihren Augen war erloschen. Und die ist jetzt schon wieder verreckt, weißt du? Leck mich doch, ey. Was ist das für ein Scheiß-Event? Das geht... Das ist super weird, ey. Naja. Das Licht blendete meine Augen. Die Welt wurde still und mein Blut gefror. Ja. Ja, Ihre Majestät kann dir nie wieder antworten. Nein, das darf nicht sein. Lass mich raten. Jetzt wird die Zeit wieder zurückgedreht und dann heißt es wieder, schalte das nächste Kapitel frei. Oder... Was? Egal wie weit ich rannte, die Zukunft, nach der ich mich sehnte, blieb eine Fata Morgana, die ich niemals erreichen konnte. Mein Körper wurde immer schwerer und schwerer, bis ich meine Beine... Was? Bis ich meine Beine meinem Willen nach... Bewegung... Oh, Alter! Schreib doch mal richtige Texte, Mann! Kein Mensch kann das richtig lesen! Ja, klar. Oh, es geht aber noch weiter. Was? Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das freischalten, aber stimmt, eigentlich stand ja da bei einem anderen schon Maximum, von daher... Ich bin zurück, was soll ich jetzt machen? Ich muss die Explosion stoppen. Ich weiß nicht, was die Explosion verursacht hat, ich habe keine Zeit. Wenigstens konnte ich Kong Ming davon abhalten, in die tödliche Kutsche zu steigen. Kong Ming folgte mir zu Fuß, wir konnten nicht länger hier bleiben, es wird Explosionen geben. Hilfe, ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. Entschuldigung. Wir müssen ihr helfen. Bleib hier, ich werde ihr helfen. Dieses Mal stirbt mir niemand weg. Ja, ja, das sagst du jetzt und dann... Da kommt doch eh wieder was. Pass auf, Kapitän. Dieses Mal überlebte ich, aber sie starben, um mich zu retten. Was kann ich tun? Wie kann ich dieses verdammte Schicksal ändern? Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, der Kapitän muss sich selbst umbringen. Richtig. Oh, ey. Also ich mag das Event gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Warum ist das so laut? Was war das bitte für eine Scheiße? Warum war das so laut, Alter? Blicke nicht zurück, lauf! Dieses Mal entschied ich mich an ihre Seite zu sein. Die Pferde gingen nicht durch. Nur die Kutsche verließ ohne Zwischenfälle die Stadt. Bis wir zum Bambushain kamen. Ich hörte, wie die Kutsche... Ich stand vor Kong Ming, um die Pfeile abzuwehren.
Nur so konnte ich sie beschützen. Aber ein Pfeil flog immer noch an mir vorbei und traf sie. Es ist einfach unheimlich, so als hätte ein Feind gewusst, dass es genau in diesem Moment eine kleine Öffnung geben würde. Ich bin schon wieder gescheitert. Okay. Okay. Verstehe, das ist also der Zeitsprung. Alles klar. Also nochmal. Wie oft muss ich das noch versuchen? Gar nicht, du bist ein Versager. Du kannst niemandem helfen. Dass die Zeit für mich eine unsichtbare Kraft zurückgehalten hat. Aber ich wusste nicht, was das war. Es ist, als wolle man einen lecken... Was? Einen lecken Regenschirm flicken. Kaum hatte mein Loch gestopft, bildete sich, war das ein weiteres. Ich spielte ein Spiel, das meine Kontrolle, das meiner Kontrolle völlig entglitten war. Oh. Wenn ich es irgendwie schaffen konnte, von oben einen Überblick zu bekommen, könnte ich das Spiel vielleicht noch gewinnen. Nein. Aber ich steckte hoffnungslos fest und musste meine Rolle in dem Spiel spielen. Anstatt eines Spielers war ich nur eine der Spielfiguren auf dem Schachbrett. Richtig, ich bin nämlich der Spieler, nicht du. Aber wer spielte das Spiel? Und gibt es noch andere Zuschauer? Würde ihnen jetzt langweilig werden, jetzt das Spiel so weit gekommen ist? Ne, an dieser Stelle mal ein Like da lassen. Ja, Spaß, ne? Also. Ich weiß nicht, wie die Geschichte endet. Oder ob sie endet. Ob sie ein Ende hat. Ich hätte fast vergessen, dass ich ursprünglich zu Hyperion zurück wollte, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Doch, tu es einfach. Wenn dieses Spiel Zuschauer hat, was werden sie über all die Dinge sagen, die ich getan habe? Keine Ahnung. Dass sie mir in lesende 6 geben wahrscheinlich. Seine Dummheit. Wie kann er so eine simple Aufgabe scheitern? Wie kann er so verkackt spielen, ey? Oh, Alter, der kann nicht lesen, ey. Alter, du Niete. Ja, ist halt so, ne? Bin mir sicher, sie werden nie mit mir zufrieden sein. Alles Dislikes. Okay. Und dazu haben sie allen Grund. Ist so, ne? War voll scheiße, ey. Mir ist endlich klar geworden, dass ich nicht der Herr Assassine bin. Nein! Du bist kein Herr Assassine. Du bist ein... Ach Gott. Und ich habe dich enttäuscht. Ja. Geht das noch lauter? Boah, Alter. Warum ist das so fucking laut, ey? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Jetzt mal wirklich. Als Idee für das nächste Update. Fügt bitte in die Option ein, dass man die Cutscenes leiser stellen kann. Das ist grauenvoll. Das ist eine Katastrophe. Was? Automatische Phase. Kein Handeln erforderlich. Oh, wir brauchen nichts machen. Ich verstehe zwar nicht, wie... Ich habe die Zukunft mit dir erlebt. Ich habe nie deine Vergangenheit erlebt. Damals hast du dich entschieden, das Schicksal anderer zu schultern, so wie du es jetzt tust. Du wurdest gezwungen, die Vergangenheit immer und wieder zu wiederholen. Wenigstens hat die Katze jetzt die normale Lautstärke. Weine, wenn du den Schmerz spürst. Weine einfach wie ein Kleinkind. Lass alles raus. Fürchte deinen Schmerz nicht. Er hat dich vor etwas Schrecklichem bewahrt. Gefühllosigkeit. Das sagt mir... What the fuck?
Aber wenn du die Menschheit verstehen willst, kannst du nicht nur ein Zuschauer sein. Du musst direkt neben ihnen stehen und versuchen zu sehen, was sie sehen. Rita! Wenn es in diesem Moment andere Zuschauer gibt, müssen sie von dir etwas erwarten. Sie erwarten von dir, dass du noch mehr Tragödien überwindest und bis du das Happy End erreichst. Was? Ja, geht's noch. Sie wissen nicht, oder? Ja, geht's noch schneller! Das kann doch kein Mensch lesen! Wie soll man das denn lesen in der Zeit? Ja, egal, macht einfach Pause an der Stelle. Das kann doch kein Mensch lesen in der Geschwindigkeit. Meine Güte. Ja, der brennende Palast. Sie hat ein Messer am Bauch. In dieser Geschichte geht es nicht um... Ey, weißt du. So schnell kann doch kein Mensch lesen. Also Spaß beiseite, aber so schnell kann kein Mensch lesen. Das ist doch scheiße. Wie gesagt, macht einfach an der Stelle Pause oder so, weil... Das ist mir jetzt echt zu blöd. Ey. Ich habe ja nichts dagegen, das zu lesen, aber wenn das dann so schnell geht, dass du es gar nicht lesen kannst, dann geht's nicht. Also ich bin leider Gottes kein Experte. Ja. Was? Aha. Kann ich bitte umtauschen? Und jetzt? Also das war gerade der weirdeste Part überhaupt. Was ist hier gerade? Muss mal ganz kurz gucken. Kann ich irgendwie die Lautstärke der Cutscenes einstellen? Ist das irgendwie möglich? Okay. Das ist übrigens interessant, dass man das auf OBS nicht sieht. Lol. Nee, ich muss mal gucken. Uff, uff. Geht es dir gut, Kapitän? Es ist Kongmings Zimmer. Wo bin ich das letzte Mal aufgewacht? Nach meiner zahlreichen Teleportation dauert es immer länger, bis ich zu Bewusstsein komme. Naja. Fast geschafft. Ich muss nur noch Kongming am Leben halten. Dieses Mal werde ich... Ja, komm, lass es. Du failst doch eh wieder. Du bist plötzlich ohnmächtig geworden. Ich konnte dich sowieso nicht wecken. Also habe ich den Wachen gesagt, sie sollen dich zurückbringen. Warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht auf mich gehört? Was? Ich habe dir gesagt, wenn ich ohnmächtig werde, musst du mich aufhängen, egal was passiert. Ich habe es versucht, aber du warst wie ein Stein. Es hat so lange gedauert und ich begann mir Sorgen zu machen. Wie spät ist es jetzt? Wie viel habe ich verloren? Die Wege und die Bedingungen haben sich alle geändert. Vergiss es, tu, was ich gesagt habe. Nimm die Gasse hinter dem Zuckerfigurenstand. Bleib 5 Minuten im Textilgeschäft bevor... Warum? Frag nicht, tu es einfach, wenn du leben willst. Hattest du einen Albtraum? Genug geredet, du solltest dich gut ausruhen. Ich lasse das Dienstmädchen einen Eistopf bringen, um die Kammer abzukühlen. Sie nahm ein Handtuch, um mir zu helfen, den Schweiß abzuwischen. Fass mich nie an. Hör auf, mich so anzusehen. Ich bin zurückgekommen. Und das bedeutet, dass ich wieder versagt habe. Ich konnte es nicht aushalten. Ich kann deine Augen nicht ertragen, deine erwartungsvollen Augen. Herr Assassine... Ich bin nicht dein Herr Assassine. Der Herr Assassine in den Erinnerungen kann alles, aber... Nee, der kann eben nicht alles. Das ist ein Versager und du bist auch ein Versager. Weißt du, wie viele Quixi-Nachten ich durchgemacht habe? Wie oft ich zugesehen habe, wie du verschwunden bist? Ich habe Angst. Angst, deine Augen zu sehen, wenn ich wieder aufwache. Angst, in eine weitere Sackgasse zu geraten. Ich will davor weglaufen, aber wohin? Weglaufen ist eine Wahl, die ich nicht habe. Warum sage ich das? Habe ich dir das schon einmal gesagt? Du hast eine Wahl. Du kannst mich jederzeit aufgeben und den Albtraum abschütteln. Auch ohne mich werden sich Rita und Theresa gut um dich kümmern. Du kannst mich einfach vergessen und glücklich leben. Ohne dich? Was? Wenn du jetzt aufgibst, werde ich dir das nie übel nehmen. Das habe ich nie. Nö, nur am Anfang beleidigt und so. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich in der fernen Vergangenheit im Wald gestorben. Was? Aber ich weiß, dass du nicht jeden Schritt des Weges an meiner Seite sein kannst.
Ich muss mich auf mich selbst verlassen und stärker werden. Dann bist du wieder aufgetaucht und hast mich vor Hyudo gewarnt. Du hast dein Leben für mich riskiert, um Hyudo abzulenken. Du hast die vermissten Truppen gefunden und die Grundlage dafür geschaffen, dass die drei Königreiche die Waffen ruhen lassen und ein Abkommen schließen. Du hast die Verbindung zwischen den explodierenden Laterne und dem Handwerker Alkan und den Verräter unter den Schattenwachen gefunden. Das hätte jeder gekonnt. Du hast mich wieder und wieder vor dem sicheren Tod bewahrt. Nach allem, was du für mich getan hast, glaubst du immer noch nicht an dich? Hat das jetzt im Nachhinein doch funktioniert? Hä? Diese weirde Story einfach. Diese komplett weirde Story einfach. Es stimmt, jedes Mal konntest du nur einen kleinen Schritt vorwärts gehen und eine kleine Sache ändern. Aber es ist ein riesiger Fehler, eine Niederlage einzugestehen und sich selbst für wertlos zu halten, weil man sein Ziel nicht erreicht hat. Du musst mich nicht trösten, es gibt keine Entschuldigung für mein Versagen. Ich weigere mich, als Versagen zu sehen. Wie oft schon? Wie viele Zeitreisen? Ich zähle schon lange nicht mehr mit. Ich beantworte diese Frage ohne nachzudenken und merke sofort, dass etwas nicht stimmte. Fräulein Eisenfaust, du bist wach? Nach einem Moment Stille sprach Fräulein Eisenfaust zusammen mit dem elektrischen Summen. Sie gähnte tief und sprang aus der riesigen Handfläche und rückte ihre Brille zurecht. Gutes Timing, du bist noch am Leben, Wahrsagerin. Ich muss dich warnen, du wirst nie die Zukunft, die du suchst, erreichen, wenn du mich auseinander nimmst. Wahrsagerin? Oh, Skipper, du bist auch hier. Sie klang gelangweilt und seltsam. Aber auch in ihrer kalten mechanischen Stimme spürte ich einen Hauch von Gefühl. Egal. Es braucht weniger Zeit, wenn ich einfach selbst die Aufzeichnung durchsuche. Ich lief auf niedriger Energie, aber die Hintergrundmodule funktionieren trotzdem und legen Aufzeichnungen an. Im Ernst? Du hast die Vergangenheit so oft umgeschrieben? Du bist so ein Streber. Versteh mich nicht falsch. Ich meine, dein zukünftiges Ich, das die Schwelle für die Anzahl der Bewusstseinskartierungen gesetzt hat. Oh, alter Schwede. Was ein Wort. Das Wort, ey. Schwelle zukünftiges Ich. Warte, wovon redest du da? Es ist alles berechnet. Er hat mich hier zurückgelassen, damit ich dir den Weg weisen kann, wenn du verzweifelt bist. Das Aufwachen ist von Faktoren abhängig. Dein zukünftiges Ich hat eine Schwelle für die Anzahl der Bewusstseinskartierungen festgelegt, um zu meinem Aufwachen zu führen. Oh, leck mich am Arsch. Ey, also manchmal ganz ehrlich. Also bist du die letzte Sicherheitsvorkehrung, die mein zukünftiges Ich hinter mir gelassen hat? Korrekt. Aber wenn du aus diesem Grund aufgegeben hättest, bevor die Schwelle erreicht ist, würde ich jetzt noch immer schlafen. Aber warum? Mein zukünftiges Ich sollte mich besser kennen und mir nicht vertrauen. Er hat das Ziel zu hoch für mich gesteckt. Ja, das ist nur, weil er naiv ist. Er glaubt irgendwie immer noch, dass sein vergangenes Ich nach so vielen Fehlschlägen doch noch schafft. Er erwartet, dass du einen völlig anderen Weg als diesen findest. Egal wie unwahrscheinlich dies sein mag. Einen anderen Weg? Ja. Er hat eine absurd hohe Schwelle gesetzt. Aber du hast sie erreicht, indem du wieder und wieder in Sackgassen geraten bist. Ich würde sagen, das ist typisch für dich. Was? Voll in Außenfaust. Kannst du uns bitte alles erklären, was wir für dich bis jetzt durchgemacht haben? Alles. Es begann mit 3 Jahren, in denen die Wahrsagerin weg war und Hyudo das Siegel brach. Die Ruinen wurden beschädigt und ebenso Golem der Wunscherfüller. Golem. Aber anstatt völlig ausgeschaltet zu werden, begab er sich nur in einen Winterschlaf. Als Ausgleich wurde ein autonomes Managementprogramm aktiviert, um an seiner Stelle zu handeln. Selbst angetriebenes Managementprogramm ist das. Ja, es ist der wahre Feind, der erfolgreich versucht hat, die Wahrsagerin in der Zeitlinie zu eliminieren. Aber warum ist es so feindselig mir gegenüber? Es ist der Golem, der mir Unsterblichkeit gewährt hat. Man sollte ein Programm gegen seinen Willen handeln und versuchen, den Wunsch rückgängig zu machen. Weißt du noch, was ich gesagt habe? In den 3 Jahren, die du weg warst, begann alles zu zerfallen.
Damals warst du nicht in dieser Welt. Vor deiner Rückkehr hatte das Programm einen Index erstellt. Und alle Profile derer, denen ein Wunsch gewährt wurde, archiviert. So wurdest du zu einer Anomalie im System. Ein unidentifiziertes Individuum, das nicht Teil dieser Welt sein sollte. Die Männer in Schwarz? Die sind die massenhaft angefertigten Agenten, die Direktive. Oh, Alter! Was ist denn los heute? Meine Güte, ey. Sie sind die massenhaft angefertigten Agenten, die Direktive durchsetzen sollen. Dich auslöschen und das System von der Anomalie zu befreien. Meine Güte, ey. Ey, bin ich behindert oder liegt das am Text, ey? Das gibt's doch nicht. Alter Schwede. Der Assassin erinnert mich an jemanden, der letzten Kosarenkönigin und in Jormungand diente. Ein Mann, der sich selbst den Boten nannte. Er muss im Kampf um den Thron von Jormungand da umgekommen sein. Ja genau, das war ja diese Scheiße da mit Jormungand und so. Wenn meine Berechnungen richtig sind, dann ist sein Tod nur ein improvisiertes Manöver, um von etwas abzulenken. Er ist wahrscheinlich die Inkarnation des Golems, die sich frei in der Welt bewegen kann. Im Gegensatz dazu sind die Männer in Schwarz, die du getroffen hast, nur geistlose Maschinen, die den Eliminierungsbefehl ausführen sollten. Wenn du die Wahrheit sagst und das Ziel des... Was? Wenn du die Wahrheit gesagt hast und ist das Ziel des Programms ist, Kongming auszulöschen. Warum sterben auch die Kosarenkönigin, der Erzimperator Rita und Theresa in der Zeitlinie, in der ich gereist bin? Für das Programm ist alles in dieser Welt nur Daten. Wenn es um das Eliminieren der Anomalie geht, hat das Vermeiden von Kollateralschäden an den Daten keine Priorität. Ah ja. Vor all den anderen Enden gibt es eines, an dem ich überlebe? Nein. Nicht nach meinen Simulationen. Und die Erfahrung des Skippers ist auch ein faktischer Beweis. Es ist so. Die Direktive des Programms ist binär. Wenn es es also als unmöglich betrachtet, die Anomalie auszulöschen, dann könnte es zur ultimativen Lösung greifen, ein Reset der ganzen Welt. Ah, okay. Was? Das ist lächerlich. Lächerlich? Nun, der Golem in den Ruinen ist lächerlich genug. Boah. Vielleicht ist er selbst die größte Anomalie in der ganzen Welt. Vergiss es, du würdest es sowieso nicht verstehen. Das ist die Erklärung für dich. Konzentrieren wir uns lieber auf das vor uns liegende Problem. Nein, Kapitän, es gibt eine Lösung. Was? Wahrsagerin, du bist klüger, als meine Berechnung vorausgesagt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass du so unkonventionell denkst. Aber, denken kann... Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Kein Bock mehr gleich, ey. Die einzige Art, wie ich am Leben bleiben kann, ist es, diese Welt zu verlassen, richtig? Verlassen? Du meinst, dass ich sie an Bord der Hyperion bringen soll? Das ist der einzige Weg. Ja. Es passt natürlich. Ich hole sie an Bord der Hyperion und sie ist in meinem Team. Alles klar. Okay. Aber kannst du das wirklich? Was genau bist du? Es scheint hier ein Missverständnis vorzuliegen. Ich bin schließlich ein menschgemachter Gegenstand. Ich bin nicht der Grund für deine Ey, das kann kein Mensch lesen, ey. Es liegt alles an dir. Mir? Du bist bereits jetzt immer noch nicht die wahre Natur des Segelns. Der Hyperion auf der See von... Alter. Ey, ich habe gerade echt Probleme mit diesen Texten. Ich weiß nicht, was abgeht, aber ganz ehrlich... Entweder ist das Event scheiße oder die Texte sind scheiße oder ich bin scheiße. Aber irgendwas ist hier, ganz ehrlich... Also irgendwas ist heute nicht richtig, ey. Irgendwas ist heute nicht richtig. Er zeigt aus seiner Erinnerung... Ist es die Manifestation deiner Macht und deiner Wege? Ja. Können wir bitte einfach auf die Hyperion kommen? Halt's Maul jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will das nicht mehr lesen, ja. Nee, jetzt reicht's echt. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. So, stinkt mir jetzt. Können wir jetzt bitte einfach gehen? Ich wollte sowieso nie über Emburia herrschen. Wunderbar, komm mit.
Ja, komm. Also Rita, sieht so aus, als würde ich wirklich das Feuerwerk verpassen? Nö. Oh. Wir wecken sie nicht auf. Psst. Und zog sie dann zurück. Das reicht. Genau wie beim letzten Mal. Ich habe mich noch immer nicht an Abschiede gewöhnt. Wir leben in einer Welt, in der wir immer gehen und was? In der wir immer gehen, ohne uns richtig zu verabschieden. Es ist Zeit zu gehen. Ich musste den Bösen spielen und sie unterbrechen, nahm sie an der Hand und zog sie aus dem Zimmer. In der Ferne flackerten Tesla Zero mit seltsamen Lichtern. Ich sah Kongming an, ihre Lippen zitterten, aber sie sagte nichts. Was? Ich nickte ihr zu, okay. Wir sehen uns nicht in allzu ferner Zukunft. Die Feierlichkeiten beginnen gleich. Ist es schon soweit? Ich bin sofort da. Warte, wo ist Ihre Majestät? Wollte begraten, ihr berichten. Ihre Majestät ist nirgendwo in der Stadt zu finden, hob ihren Kopf und schien einen Einfall zu haben. Ah, was ist, große Kanzlerin? Nichts. Ihre Majestät sucht wahrscheinlich außerhalb der Stadt nach neuen Abenteuern. Sollen wir Wachen schicken, um Ihre Majestät zu suchen? Das ist nicht nötig. Wegtreten. Nachdem die Wache weg war, begann Rita über die Decke zu streichen und ihre Augen starrten auf den blauen Fächer neben dem Fenster. Eure Majestät, sieht aus, als wärst du jetzt auf einer langen Reise. Schöne Farben. Weird. Endlich bist du zurück. Wie geht es meinem vergangenen Ich? Naja, was soll ich sagen? Selbst als kleines Kind warst du schwierig. Ich sehe das mal als Kompliment. Nachdem ich Tee hier lasse, sollten die Ereignisse enden, die mit dir zu tun haben. Der Samen wurde gepflanzt und die Geschichte wird fortgesetzt. Die Reise begann mit dir, aber sie wird nicht mit dir enden. Selbst jetzt gibt es Reisende wie die Crew der Hyperion, die in einem Quantenschaum-Universum den Halt verloren haben. Um diesen Kindern Schutz zu bieten. Ich glaube nicht, dass diese Bedeutung der Reise zusammenfasst. Was genau suchst du? Immer noch so geheimtuerisch? Tut mir leid. Das ist eine Spekulation von mir. Die Zeit wird zeigen, ob sie zutrifft oder nicht. Wenn du das sagst. Ich bin beim Archivieren der Beobachtungsdaten auf einen interessanten Punkt gestoßen. Ich plane eine Sammlung von Berichten über diesen Daten anzulegen. Ich werde sie Valkyrie Persona nennen. Das klingt toll. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Du hast auch die Gewohnheit, die Ereignisse nach jeder Mission aufzuzeichnen, oder? Ja, in Videos auf YouTube. Woher weißt du das? Muss ich dich daran erinnern, wozu ein erfahrener Astrologe imstande ist? Die AI-Datenbank sollte jedes Detail und jedes kleine Ereignis erfasst haben. Aber ich glaube, dein Bericht ist unterhaltsamer. Naja. Diese Dateien sollten auch ihren eigenen Namen haben. Ich denke an dich. Moment mal. Als der Autor denke ich, dass ich das Recht habe, die Serie nach mir zu benennen. Ich bin mir sicher, dass meine Idee besser ist. Aber ich lasse dich trotzdem ausreden. Hehe. Ich tue so, als wäre ich ein wenig angestrengt und unheimlicherweise kommt mir als erstes. Ja, gut. Es ist entschieden. Ich nenne es das bizarre Abenteuer des Kapitäns. Ja. Das war's? Naja. Das war's? Das war's jetzt einfach?
sehr weirdes Event. Also im Grunde, die ganze Story für nichts. Er hat jetzt einfach nur sie auf ihr Schiff geholt, also auf das Hyperion-Schiff, und das war's. Und so kommt es zu dem Kampfanzug. Ich fand die Story von Durandal besser. Muss ganz ehrlich sagen. Egal, gut. Nichtsdestotrotz. Wir shoppen nochmal eine Runde. Event Shop. So. Haben wir noch nicht genug für, schade. Naja, gut, dann eben nicht. So, wir gucken nochmal hier. Nice, nice. Okay. Ja, dann würde ich sagen, zocken wir nochmal eine Runde und dann machen wir Schluss für heute. Naja, es ist eh der letzte Part von dem Event, also von daher, wir sind dann fertig mit dem Event. Das heißt, ich muss mal gucken. Das heißt, da das Event jetzt fertig ist, ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich muss jetzt mal gucken, also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich heute das hier hochladen. Morgen ist dann Mittwoch, da werde ich dann erstmal gar nichts hochladen. Weil, es gibt halt nichts zu tun, weißt du? Donnerstag ist dann wieder... Donnerstag ist wieder Schicksals-HQ. Freitag ist dann der Q-Singularis. Samstag wieder Schicksals-HQ. Und Sonntag würde ich dann eventuell die Story anfangen, die Hauptstory. Muss ich dann mal gucken. Es kann auch sein, dass ich das eventuell in einem Stream mache oder so. Ich weiß es noch nicht. So, auf jeden Fall, ja. Cool, nice. Gewinne, gewinne, gewinne. Einmal abräumen, freie Auswahl. Yay. Nochmal. Okay. Du hast dich diese Woche sehr angestrengt. Ich werde mich ebenso in meinem Training anstrengen. Ja, schön. Das freut mich. Naja, Pflicht habe ich jetzt noch nicht erreicht. Materialfarming und so, das, wie gesagt, mache ich jetzt offstream, weil das geht schon über eine Stunde, das Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Was auch immer das jetzt sein wird, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall Sonntag dann höchstwahrscheinlich die Hauptstory. Also da geht es dann richtig weiter mit der Mainstory. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich das trotz dieser Lesefehler oder was weiß ich gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert doch einfach mal den Kanal und so. Und aktiviert die Glocke, würde mich jedenfalls freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao und auf Wiedersehen. Haut rein.